Hey, ja, hier ist Tersnopan. Willkommen zurück zu Burnout 2 Point of Impact zur Fortsetzung des Spiels. Und dann haben wir zunächst mal geschafft. Beim letzten Mal gab es wieder zwei neue Quest-Kreuzungen oder Strecken, die wir ja relativ schnell erledigt haben. Innerhalb von 20 Minuten ist ja mittlerweile relativ schnell. Aber vor allem die zweite ging ganz ratzfatz mit 50 Millionen. Wahnsinn! Aber die erste hat ein bisschen beschäftigt, aber am Ende ging es auch schneller als beim vorletzten Mal der Damm. Also bei der vorletzten Crash-Folge. Das heißt, es geht weiter mit der nächsten Meisterschaft, wie gesagt. Und zwar fahren wir diesmal. Was fahren wir denn? Jetzt fahren wir tatsächlich den nächsten Grand Prix zur Abwechslung mal. Mit ein paar mehr Rennen. Und zwar den Rollercoaster Grand Prix. Ja, wir sind nicht bei Rollercoaster Tycoon, sondern jetzt im Rollercoaster Grand Prix. Wir fahren also Achterbahn auf Crystal Summit Peak, Sunrise Valley Downtown, Palm Bay Marina, Airport Terminal 1 und 2 und Big Surf Shores. Okay, so sieht's aus. Wenn wir sagen, wir haben ein langes Turnier vor uns. Wir müssen alle Rennen gewinnen, um alles freizuschalten. Das wird nicht einfach. Wir haben, was haben wir denn benutzt? Beim letzten Mal, wo wir wählen konnten, letztes Mal geschafft, haben wir den gefahren. Das heißt, es geht weiter mit dem Roadster. Und zwar in Gelb. Das sieht richtig cool aus. Ja, in Gelb haben wir den. Und ich würde sagen, ja, los geht's. Mit dem Roadster. Brumm, brumm. Willkommen in Crystal Summit Peak. Ja, gut, ja, so ist. Mir egal, wo wir sind, Hauptsache wir gewinnen dieses Rennen. Also, alles okay. Das ist. Ach, 5 Runden, ich wollte sagen. Es ist so eine Streckenrennen, 5 Runden, das heißt. Kurze Runde. Ja, ich meine, kein Verkehr momentan. Ah, wenn man davon redet. Okay, der hängt mir am Eimer, am Arsch, wollte ich sagen, aber. Oh. Wieso bist du schneller als ich? Ich fahre hier. Der fährt ja immer wie eine Wildsau. Habe ich schon mal gesagt, die künstliche Wildsau hier. Hey! Okay, dieses Rennen könnte etwas klapper werden. Weil das Problem, was wir haben. Wir kommen nicht wirklich weg und kommen auch nicht näher ran und überhaupt. Und überhaupt sind wir nur Dritter von 4. Also das ist ja blöd. Das gefällt mir nicht. Das war jetzt die erste Runde. Ja, gut und schön, aber. Oh. Ich sollte mal ein bisschen Gas geben, sonst hilft das hier nicht. Ja. Wir kommen sonst hier nicht näher ran an den. Da! Was wolltest du? Aufpasst. Lass diesen Mist, echt. Lass diesen Mist. Lass mich einfach hier gewinnen, okay? Und warum fahre ich da rein? Ich hält, ich Idiot und so überhaupt. Ach, Mann. Ich habe gesagt, lass mich einfach gewinnen. Jetzt muss ich hinterherfahren. Ich hasse es, hinterherzufahren. Ach, ja, wo ich in meiner Rennspiel heißt überholen, aber wer so Formel 1 sind, wer so Formel 1 kennt, der weiß ja, da wird auch nicht mehr überholt. Wir haben nur noch einen Überholknopf. Ja, so halt dämlich in meinen Augen, na, naja. Wir haben nur einen Überholknopf in der Formel 1. Also mit Rennen hat auch nichts mehr zu tun. Die drücken Knopf und so irgendwie nicht an dir vorbei. Dass er mich sieht. Und nein, ich verfolge Formel 1 tatsächlich nicht, wirklich. Die letzte Saison, die ich wirklich gesehen habe, komplett war 2007. Also quasi die Rookie-Saison von Hamilton. Die habe ich damals mal gesehen. Also wie mich fahre ich so, ich rede zu viel und fahre zu wenig. Ja. Ja, so fahre ich ja mal vorne die Auto. Ich tatsächlich bin ein sehr ruhiger Autofahrer. Ich bin eher sehr stiller Zeitgenosse beim Autofahren. Rede nicht so viel, weil ich mich hier auf die Straße konzentriere. Ach doch, 2008 habe ich auch noch gesehen.
Formel 1. Oh, das ist das letzte Rennen. Das weiß ich noch, aber... Ich gucke tatsächlich so Rennserien gar nicht so. Weiß nicht. Das ist auch nur so eine passive Sportart, die ich verfolge, so nebenbei. Halt immer Ergebnisse und so weiter. Das reicht mir in der Regel. Wirklich aktiv, was guckt ihr wirklich aktiv? Fußball? Da aber auch nur noch ausgewählte Spiele. Ja, das war's eigentlich mit Sportarten. Ach ja, da, das guck ich auch. Mhm. Also mit Autos hat alles nichts zu tun. Aber ich muss ja die Zeit füllen. Wir haben momentan irgendwie Erster geworden. Und mit ein paar Sekunden Vorsprung. Ich weiß nicht wieso, aber... Ja, aber aufgrund, weil ich weil Formel 1 so eher passiv verfolge, also nebenbei, weiß ich nicht, dass es halt diesen DRS-Knopf gibt, ne? Also halt Überholknopf, nenne ich den einfach mal. Gab bei PC, ich bin früher auch mal, der Überholknopf. Drücke den Knopf und alle Autos fahren zu langsam. Ja. Also bei Rennspielen allgemein, nicht nur PC, sondern halt allgemein bei Rennspielen. Wobei, da zocke ich auch tatsächlich Rennspiele zu, die werden Rennserien. Das zocke ich also auch, so ist es nicht, aber... Ach. Mehr halt nicht, mehr gibt es dazu nicht zu sagen eigentlich. Wobei ich ja grundsätzlich, habe ja so, ich habe mal erwähnt, glaube ich, beim ersten Burnout, glaube ich, ne, war es einer Zeit, dass ich tatsächlich solche Arcade-Racer tatsächlich lieber mag, als solche wirklich realistischen Rennspiele, weil... Das ist wegen der Streckenvielfalt einfach. Oh, haben wir gewonnen. Irgendwie haben wir das noch geschafft. Ja, weil bei so Arcade-Racern hast du halt, haben sich halt Strecken, die du sonst kein anderes Spiel hast. Das ist halt der Besondere halt daran. Bei solchen Rennserien hast du ja immer dieselben Strecken. Ja, das ist irgendwie langweilig in meinen Augen. So, wir haben die beste Gesamtzeit, beste Rundenzeit irgendwie hingekriegt. Größter Sprung mit 14 Metern. Okay, egal, Hauptsache gewonnen. Erster Platz, ja, so gehört sich das. Drei Crashes hat uns nicht so aus der Bahn geworfen. Wir sind jetzt Erster. Und da bleiben wir auch hoffentlich bis zum Ende. Nächstes Rennen, du fährst in Sunways Valley Downtown. Okay, dann geht's weiter. Doch deswegen mag ich auch Spiele so wie Burnout eigentlich lieber. Jetzt abgesehen von der Fahrphysik, jetzt anderes Thema, aber dann sind halt meistens irgendwelche Strecken halt einfach erfunden worden, die es so nicht gibt, die hast du nur in dem Spiel hier. Deswegen ist das halt ein bisschen was Besonderes. Wenn ich so stattdessen so ein Gran Turismo oder so habe, oder Forza Motorsport, ja, da hast du das Problem. Da fährst du dieselben Strecken wie beim anderen Spiel. Ja, das ist ein bisschen blöd. In meinen Augen. Glück gehabt. Da fahre ich aber langsamer als das zu crashen. Das ist dann echt mein Ding hier. Ja, ist ja auch tatsächlich so. Es gibt ja tatsächlich relativ wenige Rennspiele mit realer Fahrphysik und fiktiven Strecken. Das gibt es ja meistens gar nicht. Meist hast du wirklich nur entweder Arcade, hast du wirklich komplett alles erfunden. Oh, die Fahrphysik. Oder irgendwie realistisch, auf den realistischen Strecken und so weiter. Hm, warum immer? Keine Ahnung, aber... Ach, immer Zeit für ein bisschen Burnout. Wo heißt das Spiel ja immerhin? Oh, geht nur eine Burnout-Kette, na, danke schön. Immerhin. Ich merke aber, dass ich in dem Spiel ein bisschen schlechter bin als früher, als damals. Damals konnte ich wirklich so eine Strecke auch tatsächlich mit einem Burnout durchgängig fahren. Das heißt, wirklich eine lange, lange Kombo aufrechterhalten. Aber irgendwie kriege ich das nicht mehr so hin. Vielleicht fahre ich zu vorsichtig. Vielleicht, weil ich mittlerweile Führerschein habe und selbst weiß, wie es auf Straßen vor sich geht. Oder so. Ich weiß es nicht. Weil man einfach nicht mehr. Man macht einfach nichts mehr Verrücktes. Wie früher.
Oh, wieder hier. Warum nicht, ne? Wieder perfekte Runde. Ja, perfekte Runde, habe ich jetzt gesagt. Eine perfekte Runde. Ja, Denglisch ist ja eh im Kommen, also. das ist nicht so gut. Das war jetzt scheiße. Da wusste ich nicht genau, wo ich hin ausweichen sollte. Naja, ich meine, habe ich besser gemacht als er, würde ich sagen. Ja. Das war jetzt keine perfekte Runde. Das war eine nicht perfekte Runde. Aber solange wir vorne sind, sind wir auch alle Schnuppe. Die Sternstuppe. Nein. Na, da habe ich halt Glück gehabt. Da habe ich die Kurve nicht so gut gekriegt. Final Lap. Ja, ich finde es sowieso ein bisschen cool in dem Spiel, ja, so von wegen Denglisch. Oh, das war jetzt nix, das war jetzt blöde, da bin ich jetzt vom Boost gekommen. Naja, egal. Ja, wo soll ich denn da ausweichen? Ach, das ist doch... Na toll, jetzt wird immer spannend, ey. Jetzt ist ja die KI zu langsam und... Die KI ist zu langsam, also werde ich von dem Verkehr ausgebremst. Also warum ist der so hinter mir? Was soll das? Das ist doch blöde. Wozu hat die ganze Mühe hier gemacht? Per Perfect Lab zu fahren. Nur damit er mit einem, weil die mehr, weil die noch perfekter fahren. Das ist der Grund. Die fahren halt noch perfekter, diese Typen. Aber nicht perfekt genug für mich diesmal. Nee, das reicht nicht für die. Geh doch. Du hast eine Goldmedaille gewonnen. Ja, so gefällt mir das eher. Das war ein chilliges Rennen. Genau. Wir haben beste Gesamtzeit. Na, zweitbeste Gesamtzeit. Unsere alte Rundenzeit haben wir getoppt. Und den höchsten Sprung haben wir jetzt auch erreicht. Nur habe ich keine Crash mehr verursacht. Naja, mir egal. Es geht weiter. In den nächsten Rennen. Ja. Zwei Crash haben wir verursacht. Eins zu viel. Ne? Aber wir haben uns einen kleinen Vorsprung erarbeitet. Mit 3 Punkten. Also wir dürfen mal Vierter werden. Weiter mit Rennen von 3 von 5. Du fährst in Palm Bay Marina. Ach ja, ich kenne die Strecke. Haben wir uns mal gefahren? Gut, kennen wir alle jetzt euch schon. Das war die erste. Willkommen in Palm Bay Marina. Hallo, hier würde ich mal gerne Urlaub machen. Ja, also sagen wir doch nicht verrückte Autofahrer auffahren. Ne, natürlich. Dann ist es mir ein bisschen zu gefährlich, aber... Ist ja keine Fußgänger. Fußgänger gibt es ja hier nicht. Okay, das ist eine lange Strecke. Die war nicht so einfach. Die nur 3 Runden. Die war nicht so einfach, glaube ich. Hey, ja. Okay, wir wollen nach links. Gut, dass ich noch gut weiß. Na ja. Nein! Ach, was war das denn? Unnötig. Unnötiger Unfall. Also ein, keine Ahnung. Der dümmste als in den Unfall, ne? Was wollte ich eigentlich sagen? Ja, also ein Dau. Der dümmste hat schon immer einen Unfall. Ja, tatsächlich. Ja, ich war gerade überlegen, was heißt denn das? Dümmste hat schon immer einen Unfall, ja. Das war ein Dau. Der Dau-Fall. Okay. Immer wieder Erster. Und wir haben eine relativ schnelle Kiste. Aber das ist noch am Anfang des Spiels. Wir sind noch relativ weit am Anfang. Es gibt noch ein paar Folgen. Wir werden noch eine Weile, wird noch eine Weile dauern, dieses Spiel hier. Die Gesamtzeit ist nicht so. Die Gesamtzeit ist halt nicht so viel, aber halt viele Einzelrennen, deswegen summiert sich das in Folgen. Das sind ja. Solche längeren Rennen, Turniere haben wir ja selten. Ari, leicht spar das mit dem Boost. Der braucht einen Boost. Sagen wir, Erster sind.
Irgendwie Erster sind, brauchen wir keinen Boost hier. Andererseits, das Ding heißt ja Burnout. Also burnen wir uns raus oder so. Wir burnen uns raus. Genau. Wir brennen uns aus. Was ist eigentlich mit Leuten, die einen Burnout, haben? Dürfen die einen Burnout spielen? Was ist das nur für Leute, die einen Burnout haben? Im Spiel. Vielleicht kriegen wir wieder Power und Energie für den Rest des Lebens. Nachdem sie einen Burnout hatten. Ich weiß es nicht. Das bleibt ich mein so, ja? Wie die Krankheit. Burnout. Also, was passiert mit Leuten, die einen Burnout haben? Dürfen die Spiele überhaupt noch spielen? Oder nur für Leute gedacht für, die einen Burnout haben. Weil sonst. Ja. Damit sie halt ihre Krankheit loswerden können in dem Spiel hier. Naja, ich weiß ja nicht. Ist irgendein Fakt, den ich gerade erzähle, ne? Ich weiß, aber. Sag ja, Zeit muss aufgefüllt werden mit irgendwelchem sinnlosen Gelaber. Das ist halt ein Let's Play. Oh nein! Ey, das ist doch mal. Das. Ja, danke schön, ey. Ach, was ist das? Das ist doch Verarsche. Ey, das ist doch echt blöd, ey. Da fährst du chillig rum. Du hast eigentlich nichts zu befürchten. Und was passiert? Plötzlich kommst du blöd Verkehr da lang. Wo du nicht mehr ausweichen kannst, vernünftig. Überhaupt keinen Ausweg gesehen, zumindest. Das wäre der Grund. Ja, wieder Boost aufbauen. Ach, ist das dämlich, ey. So. Hab die Post. Final Lap. Wie sieht mein Vorsprung aus? 4, noch was Sekunden. Zu wenig für einen Unfall. Ja, aber wirklich, ihr merkt es mittlerweile auch. Diese Zahl da oben, der Countdown ist eigentlich vollkommen irrelevant in dem Spiel. Das war im ersten Teil noch viel, viel enger. Ey, was soll das denn, du Sonntagsfahrer? Ey, der wechselt einfach die Spur, wenn ich da angerast komme. Die 150 Meilen. Der hat ja die Nerven, ey. Diese LKW-Fahrer. Nur weil sie fette Kisten haben, denken sie, die sind größer oder was. Ach, kriegen wir auch einen Burnout von. Wieder so eine scheiß Überquerung gewesen. Oh nein, das wird nicht reichen. Habe Glück gehabt, hä? Okay, das sieht bisher ganz gut aus. Na super. Mal wieder Bremse treten, nicht, dass ich wieder irgendwo reinfahre, wo ich nicht reinfahren soll. 5,2 Sekunden, das sieht gut aus. Okay, das sieht momentan auch sehr gut aus. Da ist gerade grün für die, das ist ja blöd. Aber zum Glück konnte man die noch rechtzeitig sehen. Oh, ja. Wieso fahre ich auch dann nach rechts, ey, statt nach links? So. Aber das sollte auch ein Sieg für uns sein. Super. Das läuft ja bisher ganz gut. Ab dem ersten Rennen. Wir haben beste Gesamtzeit und beste Rundenzeit auch. Super. Cool, ne? Sonst haben wir noch zwar nichts geleistet hier, aber egal. Wir haben trotzdem ein neues weiteres Rennen gewonnen. Zwei Crashes. Einer war blöd. Okay. Super. 4 Punkte Vorsprung. Okay, weiter geht's mit 4 von 5. Airport Terminal 1 und 2. Ja, weiter geht's. Also was am meisten ärgerlich wäre, wenn wir jetzt im letzten Rennen noch nicht Erster werden. Ne? Willkommen im Airport Terminal 1 und 2. Oder 1 und 2. Of course. 1 and 2. Das ist auch wieder so mehr Englisch, ne? Willkommen im Airport Terminal. Statt im Flughafenterminal? Nein! Es muss Airport Terminal sein! Ohne Regen? Ist ja blöd. Naja. Egal, wenn das so ist, dann ist das so. Gut, mit der Kiste haben wir relativ gute Starts, fällt mir auf. Trotz Automatik.
Da musst du dann manuell fahren, ne? Frag mich tatsächlich in vielen Spielen. Musst du manuell eigentlich? Nur im Automatiker genauso schnell ist. Zumindest ist gegen die KI. Und man genauso genauso gut crashen kann. Kann man auch, ne? Das haben wir dazu gesagt. Naja. Passiert. Ja, mal gucken. Jo, hallo. Ich krieg jetzt hier kein Oncoming. Dankeschön. Ab die Post. Checkpoint. Oh ja. Gefällt mir. Nein. Auto, Verkehr, Bus. Van, noch ein Van. LKW, ein Auto. Und diverse andere Fahrzeuge. Für die ich jetzt viel zu schnell bin, um mich zu sehen. Das war knapp. Das war knapp, würde ich sagen. Ja, das war knapp. Okay. 5 Sekunden Vorsprung. Dann nützt ja alles nichts, wenn man die am Ende nicht hat. Gut, immerhin gibt es ja keine DRS-Zone mit dem Überholbutton. Oh, das war knapp. Ich will es ja nur erwähnt haben, dass das ziemlich knapp gewesen sein könnte. Aber was war ich denn schon? Bin ahnungsloser Fahrer, der niemals gefahren würde, wie in diesem Spiel hier. Nein, würde ich nicht. Ach so, deswegen gibt es kein Oncoming hier. Das ist eine Einbahnstraße. Warum steht da nirgendwo ein Schild? Na gut, die anderen müssen das ja wissen, dass da nicht reinfahren darf, ne? Ja. Ich sehe nichts. Der Vorsprung ist riesig. Nein, ist kleiner geworden. Sauerei. Oh, hat der nun auf die Pusse Button gemacht? Ja. Okay. Ja, burn mal. Dann burn-outen wir mal hier. Also, cooles Track eigentlich. Kann man schön schnell fahren. Ist ja relativ guter. Perfect Lab ist perfekt. Wie heißt es ja so? Wieso ist der Vorsprung trotzdem kleiner geworden? Gummiband KI habe ich schon mal erwähnt. Auch wenn das hier sehr, sehr weich gestellt ist in dem Spiel. Es gibt ja keine unterschiedlichen Schwierigkeitsgrade. Also was die Rennen angeht, ist das Spiel so tendenziell relativ einfach. Weil die Gummiband KI dann doch ziemlich schwach ist, weil es schwach eingestellt ist. Trotzdem kommt die trotzdem näher ran. Das ist sehr seltsam. Wir fahren perfekt rum und ja, trotzdem kann er noch ein bisschen mehr rausholen. Solange er trotzdem weit hinter mir ist. Okay. So. Nein! Eie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 
Big Surf Shores kennen wir, glaube ich, auch schon. Ich bin mir nicht sicher. Und wenn nicht, dann lernen wir sie jetzt sowieso kennen. Also, spielt eh keine Rolle. Okay. Willkommen in Big Surf Shores. Ja. Nee, ich glaube, können wir doch noch nicht, ne? Ich bin mir nicht ganz sicher. Wir werden es eh kennenlernen müssen. Oh, los geht's! Drei Runden auf jeden Fall, das heißt längerer Kurs. Ja. Nein, sagt mir alles gar nichts. Ich erinnere mich doch an irgendwas. Ja, das kommt mir doch bekannt vor. Wir sind schon mal zusammengefahren. Aber rückwärts. Naja, wer nicht wagt, gewinnt nix. Weil wir nichts wagen müssen, um zu gewinnen. Ja, aber. Das ist ein ziemlich blöder Ort zum Betreiben. Naja. Egal. Oh. Ich hab nichts gesagt. Ich hab nichts gesagt von denen, egal. Ihr habt das nicht gehört. Gut, ich verstehe mich ja sowieso nicht. Also, alles ist nichts passiert, sag ich mal. Okay. Wo müssen wir hin? Da hängt mir einer am Heck. Der hat einen Fall gebohrt, kann sein. Hier ist auch nochmal eine Questkreuzung. Oh, Augen zu und durch, wollte ich sagen, aber ich hab das Unheil schon kommen sehen. Aber auch hier so eine Kreuzung, die frei mich, wie soll man dann ausweichen? Obwohl, ich glaube, hier sind wir noch nie gefahren. Mit Radarkurven kann ich mich nicht erinnern. Warum ist der denn eigentlich Erster? Was soll das? Hast du die Regeln nicht verfolgt auf meinem Kanal hier? In Rennen mit mir muss ich mal gewinnen, weil ich hasse es zu verlieren. Ich bin so ein mieser Verlierer. Ach komm, Meerbogen. Da ist das Ziel. Ich will das nur erster beenden, die Runde. Habe ich noch nicht geschafft. Nur zeitgleich. Oh. Okay, muss mir einfallen lassen, weil normal kann ich mir sowas nicht leisten. Soll ich einen Klappen vorspringen? Da vielleicht mal den kurzen Weg nehmen. Bin der Erste. Also müssen wir nichts riskieren. Allerdings heißt es ja auch No Risk, No Fun. Also wollen wir ein bisschen Fun haben. Juhu. Juhu. Ah, ich bin ausgebrannt. Ausgebrannt und Depression. Vor allem kommt man diese Depression, wenn ich verliere. Das ist das Problem. Ja. Okay. 4 Sekunden mal wieder. Na dann. Wer ist das denn ausgedacht? Oh, noch ein Burnout. Das war knapp. Okay, noch ein Burnout. Direkt in die Kreuzung rein. Wir wissen, ob letztes Mal passiert ist. Augen zu und durch. Das hört sich nicht gut an. Ich hab jetzt die Augen auf und ich sehe einen Crash, verdammt. Das ist das Problem, ey. Wenn ich diese Kreuzung nicht überstehe, gewinne ich dieses Rennen nicht. Und wieder hinter einem. Der wird nicht die Regel verfolgt hier. Was soll das? Aber ich glaube, den sind wir noch nie gefahren. Die Strecke hier sagt mir gar nichts, ehrlich gesagt. Ich kenne ihn nicht. Oh, da kam ein LKW. Hoppla! Das hatte ich irgendwie nicht erwartet.
Aber schön, dass ihr Spiele auch dynamische Musik habt. Das ist ja auch nicht mehr so präsent heutzutage. Das gibt's ja in vielen Spielen nicht mehr. Mittlerweile gibt's ja nur noch irgendwelche Soundtracks, die total unabhängig vom Spielverlauf ablaufen. Hier wird ja auch die Musik ein bisschen anders. Das ist ja irgendwie das Coole irgendwie. Das, wie gesagt, das gibt's heutzutage gar nicht mehr, leider. Und irgendwelche lizenzrechtlichen Lieder, die ja irgendwann dafür sorgen, dass das Spiel vom aus Lehen verschwindet, weil die abgelaufen ist, die Lizenz. Als ganze Theater, ey. Ach, für alles einfacher tatsächlich, weil da haben die alle sich selbst Gedanken gemacht, wie man Musik machen kann. Oh, noch eine Burnout-Kette. Noch eine Burnout, noch ein Burnout. Naja, ist ja ordentlich. Auf zwei Rädern ist auch cool. Leider gibt's kein Motorräder hier. Noch ein Burnout. Oh, das war jetzt Bildausfall. Das war für die Konsole zu viel. Das war zu schnell für diese Scheiße. Da habe ich auch lange nicht mehr gehabt, so ein Bildausfall. Aber immer kommen wir jetzt hier fehlerfrei durch. Naja, dafür habe ich Crash jetzt vorher gehabt. Echt, das hat mich jetzt echt ungünstig. Moment, hatte ich hier irgendwie Bildaussetzer. Warum das? Naja, ist halt so. Keine Ahnung warum, ehrlich gesagt, aber mich nervt das auch, muss ich zugeben. Aber solange das jetzt nur einmal passiert ist. Naja, muss das ganz irgendwie reichen, trotzdem. Ach, hätte man eigentlich perfekt durchkommen können mit der Runde, ne? Burnout-Runde hätte er fast machen können. Eine Burnout-Runde, aber naja, wollte halt nicht die Technik. Naja, egal. Wir haben es trotzdem so geschafft. Wir haben hier die beste Gesamtzeit. Naja, eine der besten, sagen wir so. Wir haben die beste Rundenzeit mit unter 2 Minuten. Wir haben den größten Crash verursacht. Und den größten Sprung haben wir auch geschafft. Immerhin ein bisschen was gemacht. Und haben das Turnier damit gewonnen. Alle 5 Rennen. So muss es sein. Ja. Super! 6 Punkte Vorsprung. Trophäe haben wir auch. Was, das war eine langweilige Meisterschaft für alle Zuschauer. Ja, ist halt wie Bayern München. Ist halt so. Ja, oder wenn wir bei Formel 1 sind, wie Lewis Hamilton, ne? Immer alleine rumfahren vorne. Auf jeden Fall haben wir trotzdem das freigeschaltet. Und zwar Fake auf 3. Und den Crystal Fever haben wir auch freigeschaltet. Okay. Ja, das ist aber ein weiteres Event, aber das machen wir dann die nächsten Male. Ich hoffe, ihr hattet Spaß bei diesen Rennen hier. War nochmal wieder spannend und spektakulär. Wenn auch langweilig am Ende durch die Ergebnisse, aber egal. Ich hoffe, ihr hattet trotzdem Spaß daran. Denkt an den Kommentar und an die Bewertungen. Damit danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.